Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe mich jetzt unfassbar deutsch angehört, glaube ich. Einen wunderschönen guten Tag. Oder grüß Gott, naja, wie auch immer. Ich bin ja, das sagt ja der Deutsche so gerne, ich bin ja ein Deutsch-Türke. Naja, also ich würde mal sagen, ich bin in erster Linie ein Mensch. Danach bin ich ein guter Mensch. Und danach von mir aus die Konfektion. Freidenkender Mensch und so weiter und so fort. Ich mag das nicht, wenn einer sich auf irgendwelche Nationalitäten sich beruft und sagt, ich bin rein dies, ich bin rein das, ich bin ein auserwähltes Volk und so weiter und so fort. Ich meine, okay, die Israelitis, die sagen ja, wir sind das auserwählte Volk. Aber das sagen die ja für sich, unter sich. Andere Kulturen sagen das auch. Ja, also oder andere Nationalitäten. Ja, der Türke sagt das zum Beispiel auch. Wir sind von Allah gesegnet. Also wir sind von Allah beauftragt, Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen. Also, jede Nationalität, jede Nationalstolz ist verheerend, ist sogar schlimmer wie Religionen. Und wenn man sollte mal irgend so einen Türken nehmen, Gentest machen und schauen, was alles in ihm steckt. Und so bei den Deutschen und so bei den Israelitis, bei allen. Also wir sind ja alle komplett durchgemischt. Ja, keine Ahnung, was unsere Vorfahren, mit wem und was sie alles zusammen gewesen sind. Ja, irgendwann mal kam halt die Idee, wo die Obrigkeit gesagt hat, hey Bruder, wir brauchen Farmen. Das sind hier die Kobe-Rinder, das sind hier die Weidenrinder, das sind hier die Schlachtrinder und so weiter und so fort. Und uns wurde eine Nationalität verpasst. Und ich weiß echt nicht, warum man stolz drauf sein sollte. Ja? Was denn? Also, was zum Teufel hat die Türkei schon mal für mich getan? Oder Deutschland, was? Ich meine, was macht denn Deutschland für mich? Die rauben mich nur aus, ja? Also hier Geld bezahlen, dort Geld bezahlen, dies, das, jenes, hier Steuer und dann wird alles noch immer teurer und so weiter und so fort. Die tun doch nichts für uns, ja? Ich meine, wir Menschen, wir müssen doch erkennen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Wir gehören zusammen, also sorry. Egal, ob der eine schwarz, gelb, blau, grün, lila ist, wir gehören zusammen. Und wenn wir aufhören, uns spalten zu lassen, wird so vieles einfacher. Aber hey, dem letzten nationalstolz-sozialistischen Fanatiker, egal aus was für einem Land, das zu erklären, ist echt ein Drama. Die kapieren das nicht. Naja, darum geht es ja, darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht hier um eine CD-Vorstellung, Label ACT. Ich halte von ACT unfassbar viel, weil das immer eine Entdeckung ist, ja. Also mal abgesehen von diesen ganzen Mainstream-Gedudel, Rolling Stones, Dark Side of the Moon, Pink Floyd und immer der gleiche Rotz, ja. Und dann bringt Pink Floyd oder beziehungsweise das Label oder die Masterbandbesitzer eine neuere Aufnahme heraus, die unfassbar geiler ist, wie die alles da zuvor. Man hat die Lieder schon 100.000 Mal gehört. 100.000 Mal gehört und immer noch hört man sie. Also man ist in so eine Art Dauerschleife festgehalten. Man will nichts Neues entdecken. Also ich kriege ab und zu hier Besuch von diversen High-End-Freaks. Und das Erste, was sie sagen, ah, lass mal Dings laufen. Irgendwas von Pink Floyd, ich, Alter. Naja, wie auch immer. Also wie gesagt, von ACT halte ich viel, weil die eine unfassbare Aufnahmequalität haben. Punkt 1 und Punkt 2, unbekannte Interpreten, die für mich eine Entdeckung ist, ja, wo ich immer wieder eintauche, zuhöre, reinhöre und denke, Alter, wie geil ist das denn? Das hier, diese CD, beziehungsweise diese Interpreten hier, die tun Klassik, ich würde sagen, modern interpretieren. Dieses Spem in Alium, Jungs, also wenn ihr eure Anlage auf Bass testen wollt,
Bitteschön, hört euch das mal an. Das ist eine unfassbar geile Aufnahme, unfassbar tiefe und druckvolle Bässe auch noch. Ja, also das ist nicht mehr normal. Und sowas müsst ihr einfach mal gönnen. Sowas müsst ihr euch mal anhören. Also Speem in Alium, schauen wir mal kurz auf YouTube, ob wir da diesbezüglich was finden. Ja, wahrscheinlich, aber nicht von ATC. Ja, ACT. Ja, leider nicht auf YouTube verfügbar. Okay, Werbung. Das Gute beginnt für dich mit Gänsehaut. Du liebst es, wenn dein Hund zu mir geht. Nee, das ist es nicht. Schade, ist hier nicht zu finden. Aber vielleicht suchen wir mal nach Adam Ball. Oh mein Gott. Ah, hier, ist das? Ja, das ist es. Naja, mehr lasse ich nicht laufen, aber das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist wirklich eine unfassbar, also eine unfassbar hoch super aufgenommene CD. Ich empfehle das euch. Die kosten auch nicht viel, diese ACT-Dinger. Das sind wirklich super aufgenommene Sachen, ja. Für eine MFSL, die in dieser Qualität ist, oder Analog Records oder wie auch immer, zahlt man sich einen Wolf, um so eine Qualität zu kriegen. Und man muss sich die hunderttausendste Ausgabe von Pink Floyd kaufen. Ja. Hier, das ist neu, das ist eine Entdeckung. Hier entdeckt man. Ja. Also ACT, ich habe da schon diverse, ich glaube ein, zwei Videos darüber gemacht. Das ist alles gut. Also ich höre ja nicht nur das als Stream, ich habe ja jeden Stream, also auch das, was ihr hier seht, habe ich alles als CD. Bei uns hier in Stuttgart gibt es ja diese Secondhand Records und der